Hallo und herzlich willkommen auf virueller.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe im Bereich analytische Geometrie an, wie sie zum Beispiel im baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte. Und zwar haben wir zwei Geraden, nämlich G und H. Und wir wollen jetzt, Sie wissen von Anfang an, sie sind parallel. Und wir wollen nun herausfinden, wie groß der Abstand zwischen diesen beiden Geraden ist. Nun, wie machen wir das? Ein Standardvorgehen wäre einfach, man nimmt einen Punkt, den wir kennen von der geraden G. Das wäre in diesem Fall der Schnittsvektor 2, 9, 4 und schauen einfach, wie weit ist der Punkt von der geraden H entfernt. Weil es ist ja egal, welchen Punkt wir nehmen, weil die ja beide parallel sind, ist es dann vollständig egal. Das heißt, wir könnten, wenn wir jetzt einen Taschenrechner hätten, würden wir einfach diese gerade H in einen Punkt, nennen wir den Punkt auch mal groß H, umformulieren in einen Laufpunkt, da würde dann einfach die einzelnen Komponenten stehen, 1 plus 6t, 2 minus 8t und 5 plus 2t. Und dann könnten wir dann mit Hilfe der Abstandsformel einfach diesen Punkt minus diesen Punkt davon den Betrag und dann schauen wir uns im Taschenrechner an, wo ist da das Minimum. Das Problem ist hier, wir haben keinen Taschenrechner, weil es eine Aufgabe ist, wie sie im Abitur vorkommen könnte, in dem Bereich ohne Taschenrechner. Das heißt, wir können dieses Vorgehen ja nicht ohne Risiko wählen, wenn wir es probieren und sehen dann nicht sofort die Lösung, haben wir ein Problem. Das heißt, wir müssen ein bisschen anders vorgehen. Nun schauen wir uns an, wir haben zwei parallele Geraden. Das heißt, wir können uns eine Ebene bauen, die genau so liegt, dass sie genau die beiden Geraden umfasst, bis also senkrecht dazu steht. Also wir machen hier eine Ebene. Ich male jetzt mal das dicken Strich, die Ebene E, von der wir einfach den Richtungsvektor, den normalen Vektor nehmen können, einfach als einen Richtungsvektor der beiden Geraden. Nehmen wir einfach die Gerade H, das wäre dann hier N. Das heißt, wir wissen schon mal, wenn wir jetzt eine Koordinatenform machen würden, hätten wir 6, minus 8 und 2. Das heißt, es würde dann stehen, wir bilden die Ebene E, hätte dann 6x1 minus 8x2 plus 2x3 gleich b. Jetzt fehlt uns noch das b. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, hier hatten wir schon den normalen Vektor. Und um das b zu bekommen, können wir einfach, da wir beide Geraden mit einbeziehen wollen, den Stützvektor aus g nehmen. Das heißt, in diesem Fall wäre das 2, 9, 4 und setzen ihn ein. 6 mal 2 minus 8 mal 9. Plus 2 mal 4, das ist 12, minus 72 plus 8 und das ergibt minus 52. Das heißt, für das B können wir jetzt hier ohne Bedenken minus 52 einsetzen. Nun, jetzt haben wir also diese Ebene herausgefunden in einer Koordinatenform. Und was wir jetzt nur noch brauchen, ist dieser Punkt hier, diesen Punkt. Weil dann haben wir zwei Punkte und den Abstand von zwei Punkten, den können wir ganz einfach mit der Abstandsformel berechnen. Das heißt, wir schauen, wo schneidet die Ebene E die gerade H. Nun, die Ebene E haben wir hier, die gerade H haben wir hier. Ich habe sie schon in einen Punkt formuliert. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch hier diese Komponente in x1 einzusetzen, diese Komponente in x2 und diese Komponente in x3. Machen wir das mal. Das heißt, es steht dann da 6 mal 1 plus 6t. Minus 8 mal 2 minus 8t. Nächstes wäre hier plus 2 mal 5 plus 2t. Gleich minus 52. Jetzt müssen wir also das t ausrechnen. Ja, ausmultiplizieren hier 6 plus 36t minus 16 plus 64t plus 10 plus 4t. Gleich minus 52. Wenn wir jetzt zusammenfassen, was wir T's haben, wir haben minus 36 plus 64 plus 4, das sind 104 T. Welche Zahlen haben wir? 6 minus 16 plus 10, das ergibt exakt 0. Das heißt, wir haben hier gleich minus 52. Teilen wir das durch 104 und dann sehen wir ja 52, 100 Viertel, das ist gerade ein Halb. Das heißt, T wäre das Fall minus ein Halb. So, jetzt wissen wir also, wenn wir für t gleich minus 1,5 einsetzen, hier oder hier, dann bekommen wir unseren gesuchten Punkt, nämlich diesen hier. Also wäre dann der Punkt h
1 plus 6t, also 1 plus minus 1/2 mal 6, 1 minus 3, das ist minus 2. Nächster, 2 minus 8t, 2 minus minus 1/2 mal 8, also 2 plus 4, das ist 6. Und dann haben wir hier 5 plus 2t, 5 plus minus 1/2 mal 2, also 5 minus 1 ist 4. Das heißt, wir haben jetzt den Punkt h und wir haben jetzt diesen Punkt hier oben, den Schlitzvektor, und davon der Abstand, das wäre gerade dieser Abstand hier, das würde ja völlig ausreichen, um den Abstand dieser beiden Geraden zu bestimmen. Das heißt, wir bestimmen jetzt d, nennen wir den mal oben groß g als Schlitzvektor 2, 9, 4 und groß h, also d von g und h, wäre in diesem Fall dann Wurzel aus der Abstand zwischen g und h in der ersten Komponente 2 bis minus 2, das wäre dann 4 ins Quadrat von 9, 6, 3, ob der jetzt minus 3 oder 3 steht, ist ja schließlich egal, weil es ins Quadrat kommt, und von 4 nach 4, das ist 0. Können wir die Wurzel deutlich verkürzen, ja, dann haben wir hier Wurzel aus 16 plus 9, das ist 25, Wurzel 25 ist 5. Das heißt, der Abstand dieser beiden Geraden zueinander ist exakt 5. Dankeschön.